Das ist ein Albtraum für Hausbesitzer, wenn ein Brief ins Haus kommt mit der Forderung, 20.000 Euro zu zahlen für den Neubau einer Straße vorm Haus. Einige Hauseigentümer, denen genau das passiert ist, haben eine Petition gestartet. Wir hatten darüber berichtet. Jetzt ist die Zeichnungsfrist abgelaufen und landesweit sind mehr als 20.000 Unterschriften zusammengekommen. Und die wurden heute dem Petitionsausschuss des Landtages übergeben. Sie fordern die Abschaffung der Straßenbaubeiträge für Hauseigentümer. Ob auf einen Schlag fällige oder wiederkehrende Beiträge, beide Varianten sind für sie keine Option. Petitionsinitiator Andreas Gärtner überreichte die Protestunterschriften dem Piratenpolitiker Uli König. Der ist Vorsitzender des Petitionsausschusses. Ja, das ist ja schon mal eine ordentliche Lage. In diesem Fall hat es doch eine andere Einschlagstiefe, wenn hier 20.000 Leute ihre Stimme dafür abgeben, dass diese Petition jetzt eine gewisse Wichtigkeit hat. Ich glaube, der Petitionsausschuss wird das sehr ernst nehmen und auch sehr gewissenhaft noch mal über diese Petition beraten. Bei der Frage, in welcher Form Straßenbaubeiträge künftig erhoben werden, werden die Petitionsunterzeichner aber laut König mit Kompromissen leben müssen.